Willkommen zurück zu Bioshock 1. Wir haben immer noch die Aufgabe von Herrn Cohen, die drei Schüler umzunieten. Wir haben aber nur noch einen vor uns, und zwar Hector Rodriguez, der Kollege soll in Eve Garden Poseidon Plaza sich aufhalten. So, wir haben beim letzten Mal hier halt gemacht und wir hatten einen Korridor, den wir bisher noch nicht uns angetan hatten. Und sind das so offensichtlich. Nachdem wir beim letzten Mal ja gesehen hatten, dass die Statuen sich verabschiedet hatten und einmal weg waren, und da unten können wir jetzt auf einmal durch. Ich muss ganz kurz aufpassen, denn hier ist schon wieder irgendwas im Argen und ich rede nicht über dich. So, und zwar, wir hatten dahin den Eve's Garden, ich hatte gerade erwähnt, ja. Okay, der ist besiegt, aber meines Erachtens war das nicht von mir. More items downstairs. Ich würde sagen, das gehen wir uns danach mal angucken. Wir gehen erstmal da lang, bevor wir nach unten gehen, denn vom Flackern zu urteilen, wird da unten irgendwas auf uns warten. Großes Problem ist tatsächlich wirklich hier ein bisschen dieser Big Daddy. Nicht nur, weil alles immer... Okay. Nicht nur, weil alles am Herumwackeln ist, sondern auch, weil er bei der kleinsten Annäherung schon etwas um sich schlägt. Wo wir hören, da drin ist schon wieder eine Kamera. Und ich würde sagen, wir gehen auch hier als allererstes rein. Denn falls hier irgendwas schief läuft, dann möchte ich in Sicherheit sein und diesen Raum für mich besitzen. We can get on top of this. We can. Here's what we do. We find Fontaine's will and make what was his go to where it was intended. And not into the pockets of us that put him into the ground. So, wir könnten das Ding hacken, aber ich will erstmal gucken, ob 774 funktioniert. Ansonsten eine kurze Sache, die mir aufgefallen ist, als ich diesen Teil gestartet hatte. Man hört es gerade nicht, aber im Hintergrund hört man Little Sister reden. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt zum ersten Mal auffällt und das schon die ganze Zeit da war, oder das jetzt wirklich erst seit kurzem da ist, aber es ist definitiv ein bisschen creepy. Wunderbar, das ist aufgegangen. Das tun wir uns auch gleich an, aber erstmal will ich hier hinten noch gucken. Hier könnten wir nochmal Sachen durchwechseln. Frozen Field. Take less damage from cold and can freeze enemy when you hit them with a wrench. Das ist natürlich auch ganz cool. Aber dadurch, dass die Kombination elektrisieren und draufschlagen meistens die Gegner besiegt schon, brauche ich nicht noch extra eine Sache haben, die die irgendwie einfriert. Ich gehe ganz schnell nochmal durch. Extra Nutrition ist nicht so wichtig. You swing and move faster. Ja, das ist eine Sache, die ich mir holen möchte, wenn die Zeit dafür richtig ist, also wenn wir den fünften Slot haben. Gut. Rein und Kamera hacken. Okay. Wir haben jetzt hier einen sehr interessanten Raum. Hoffe ich mal interessant, denn er war immerhin verriegelt. Und hat eine eigene Kamera installiert gehabt. Was ja aber... Okay, wir haben schon wieder Maximum Geld. Ich könnte wirklich größere Taschen gebrauchen. Ja, aber ansonsten... Ich hätte jetzt auch irgendwie erwartet, dass irgendwas uns angreift, wenn ich reinrenne. Hm. Gut, dann gehen wir jetzt zum Eve Garden.
und besuchen unseren letzten Kollegen. Wieder mal einen Wrench, den ich diesmal nicht aufheben kann. Oh boy, wir haben wieder unsere Vision. Aha, okay. Das ist wieder ein sehr großer Raum. Oder wie gesagt, auch mit Möglichkeit, irgendwo anders noch hinzukommen. Also sie könnten gut irgendwo Gegner auftauchen. Ansonsten, wir haben in dem Flashback gerade ja gesehen gehabt, okay, wir hören also da draußen sind auf einmal Kämpfe wieder los. Es könnte also wieder sein, dass eine mit einem Security-Bot herumläuft und andere angreift. Wieso auch immer das passiert. Aber möglich ist es. So, gucken wir mal ganz kurz hier rein. Denn wir wissen ja, wir können hier weitere Sachen bekommen. You gain small amounts of health and Eve and inflicting damage with the wrench. Das ist natürlich sehr cool. Und Drinking Alcohol, das ist nicht so wichtig. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal auf Bloodlust. Ansonsten doch nur mal ganz kurz. Ne, alles andere ist egal. Dann gehen wir wirklich da drauf. Bloodlust heals your body and your mind as you swing. Be red in tooth and claw with Bloodlust. Und Eve Saver, Eve Link, Medical Expert. Ist eigentlich schon relativ schwer zu sagen, was man nehmen sollte. Mal ganz kurz Store. Und wir gehen einfach hier nebenan nochmal gucken. Schön, dass die genau nebeneinander sind. Damit ich nochmal eine ganz kurze Übersicht bekomme. Come every time you have something, you gain health and things. Give you more. Use less. Das ist eigentlich ganz schick. Und das ist eine echt schwere Sache. Gerade dieser Hacker-Bonus vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber vielleicht kann man ihn noch aktuell erstmal kurz weglassen. Wir werden sehen, wenn es überhaupt nicht funktioniert. Ich komme hier raus. Und da hinten sieht man schon wieder die Angemalten laufen herum. Oder hüpfen herum, springen herum, was auch immer. Okay, wir können hier lang gehen. Wir haben da eine Tür. Wir wissen, wir haben da oben eine Möglichkeit, irgendwie hochzukommen, vermutlich. Och, das Summen. Das große Problem ist, er wird hier erwartet. Also erwarte ich auch so ein bisschen, dass er auf einmal hier auftaucht. Ich habe noch nicht so richtig... Okay, also ich habe Geld jetzt gerade eben gezahlt, um herauszufinden, wie ihm meine Zukunft aussieht, und du sagst, frage jemanden ein, nein. Super. Ist hier irgendwas für uns dabei? Das haben wir auf Maximum. Steel Tip Boat. Da müssen wir auch mal gleich mal gucken, was für Alternativen man hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir welche haben. Ja, da brauche ich nichts kaufen. Da sieht's gut aus. Aber wir sind insgesamt gut ausgestattet. Das ist natürlich auch dank des Schwierigkeitsgrads. Und wir haben normal, wir haben Feuer und wir haben Trap Boats. Das ist interessant. Warum sollten wir überall die Geräusche, das Klacken und das... Es kann einen schon so ein bisschen irre machen, muss ich zugeben. Aber weil man dann halt doch versucht aufzupassen. Wir können da lang gehen, aber wir können auch hier lang. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben. Bevor wir... Interessant! Jemand in dem kleinen Raum ist gerade gewesen und hat den Alarm getriggert. Ich muss jetzt ganz kurz einfach mal nachgucken. Ist das der? Ja. Oder? Ja, das ist irgendwas. Die Schüsse kommen aber von komplett anders.
merkwürdig. Okay, machen wir weiter. Das bringt jetzt nicht, denn wie man merkt, die Leute spawnen irgendwie immer an den merkwürdigsten Stellen so ein bisschen. Und jetzt wegen jedem Alarm zu reagieren, ist dann doch ein bisschen zu viel. Okay, wir haben... Bin jetzt mehr oder weniger immer nach oben gelaufen nur. Was mir das hier so richtig bringt, weiß ich auch noch nicht. Was haben wir hier? Dieser Big Daddy. Sehr schön, die beiden gehören jetzt uns. Ganz, ganz wichtig, wir waren ja da hinten schon mal am Rumlaufen und hatten die Turrets auch schon gesehen gehabt. Hatte mich dementsprechend auch ja nicht wirklich hergetraut. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen auf die Decke achten, nicht vergessen. Aber so richtig wertvoll ist die Stelle jetzt auch wieder nicht. Hm. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen wieder rein. Und gehen da hinten lang. Kann ich hier runterspringen? Jo, kann ich. Aber schön langsam. Ich weiß nämlich nicht, wie das Spiel Fallschaden wirklich handelt. Immer wenn dieses Rumgezappel kommt. Okay. Sorry, Mr. Ryan, I didn't know. I didn't know Fontaine had something to do with it. What are you doing? No, no, don't, please. I loved you, no, don't, please, no, no! Interessant. Ja, ich hatte ja ursprünglich mal die Aussage gebracht, ob wir nicht irgendwie Andrew Ryan oder Fontaine sind. Gleichzeitig kann es aber auch einfach sein, dadurch, dass wir unsere Gene verändert haben, dass das irgendwie mit jetzt in unseren Erinnerungen ist und wir solche Flashbacks einfach zu sehen bekommen. Also wir haben gesehen, da wurde gerade... Wurde jemand ganz schön zusammengeprügelt. That creepy Dr. Tenenbaum promised me it wasn't gonna be a real pregnancy. They just take the egg out once Mr. Ryan and I had... Well, I needed the money so bad. But I know Mr. Ryan's gonna suss it out. Gonna know I wasn't being careful. Gonna know I sold the... Mr. Ryan's gonna be so mad at me. Also, sie hatte sich verkauft, hatte dabei erhofft, dass... Okay. Dass, wenn sie davon schwanger wird, dass sie die Sache einfach abbrechen kann. Ist gestorben, also irgendwas lief da schief. Noch mehr Geld. Bis auf die Munition, die ich normalerweise auch nicht mitnehmen kann. Okay, wir haben jetzt hier mehr oder weniger reingeguckt. Uns ist auch gut zu wissen, dass die Person, die wir hier immer auf den Bildern gesehen haben, die ist, die hier da tot liegt. How about some fucking service around here? Maybe I'll just, you know, do something. Who does he think he is? Okay. Ganz ehrlich, ich lasse ihn jetzt ganz kurz einfach mal wegrennen. Und vielleicht können wir es clever machen. Also mal ganz kurz aufpassen, dass wir vielleicht nach oben gehen und den irgendwie vor unsere Turrets bekommen. Mal gucken. Zumindest aktuell ist er am Weglaufen. Das muss nichts... Wow, what? Ich vermute, die Viecher wären clever ran, nicht komplett in weiß gekleidet zu sein. Dann würden sie mir nicht so schnell auffallen. Okay, wo bist du? Ach, da wartet er auf mich. Um jetzt wegzurennen.
Der will mich doch irgendwo hinhaben. You know what? Hm, vielleicht nicht Elektro. Exploding haben wir noch nie genutzt. Oh, verdammt. So, ich nehme jetzt ganz gut den Weg hier nach oben, denn die Türen sind immer noch aktiv dort. Ansonsten auch sehr schön, die verdammten Bots folgen mir hier scheinbar nicht rein. Das heißt, in der Zeit kann ich das gut hier abbauen. Wo versteckst du dich? Oh. Der Raum ist neu. Hi. Ich find's lustig, wie er anhält. Wenn du nicht weiterläufst, dann krieg ich dich. Wo zur Hölle kommst du bitte her? Aber das können wir ja regeln, oder? Ah, schade, ich dachte vielleicht, dass der... dass der Kollege vielleicht dann von den Turrets angegriffen wird. Auch nicht so schlimm. Gut, aber wir sind jetzt schon wieder gut zurückgelaufen. Wir sparen uns hier so ein bisschen Arbeit. Oder Laufweg. Achso, ich dachte, das ist eine Little Sister. Das hätte mich überrascht. Uns eine sehr dramatische Pose zum Ende noch hingelegt. Das sollte dem Kollegen ja gefallen. Weiß nicht, wo er hin will. Gut. Atlas is a friend of the parasite. Don't be a friend of Atlas. Ich hab dich gesehen. Komm her. Das Beste ist, denke ich, wirklich jetzt mal kurz hinzugehen und sich aufzuladen und dann gleichzeitig auch noch schon mal alles hier umzunähen, was noch rumkreucht und fleucht. Sieht aus wie ein Prinzessinnenstab. So, noch ganz kurz einmal das Geschenk gucken. Ja, da haben wir voll. Ich gehe jetzt auch nicht irgendwo hin und irgendwelchen Sachen suchen, sondern wir machen das allerletzte Foto. What the hell? Also das hat mich am meisten erschreckt von allen bisher. Meine Fresse. Zum Glück hat er mir nichts gemacht, als ich ihm in den Weg gerannt bin. It is accomplished. Let me see. Sorry, muss kurz sein. It's beautiful. You'll find your path to Ryan is now clear. Tell him Sanders said hello. Oh, yes. You may avail yourself upon one of my lesser works as a token of our time together.
If you had become my one and true disciple, you might have been worthy of seeing inside the box of my most private news. But who knows if that man... Vandalism is a serious crime. Remember, vandals are terrorists. Okay, also er hat sich scheinbar bei uns bedankt. Tut uns aber jetzt scheinbar auch wirklich nichts. So ganz kurz die paar Sekunden noch aushalten. Ich werde jetzt mal ganz kurz auf die Waffe wechseln. Meine Fresse, ist die Tommy ganz schlecht. So, ich muss aufpassen. Ich will nicht ihn angreifen. Der Typ ist geisteskrank, aber er scheint uns nicht wirklich was zu wollen. Okay. Ja, das Schöne war jetzt, dass im Endeffekt unsere Sicherheitsmaßnahmen scheinbar hingegangen sind und... So interessant, diese Sache. Die Sache ist abgeschlossen. Ich gehe mal wirklich davon aus, dass wir diese Sache nur bekommen, wenn wir ihn umnieten. With new medical expert 2, first aid kit, heal you more than ever. Ja, das tauschen wir natürlich aus. Und ich würde wirklich sagen, wir lassen ihn für heute einfach mal am Leben. Ist zwar ein Geisteskranker, aber scheint dann doch irgendwo noch einer der besseren Geisteskranken zu sein. Und wir begeben uns zur Buddysphere. Trotzdem mal ganz kurz... Ah, das ist ein Radio, okay. Und die Dinger haben mir bis heute nichts gebracht gehabt. Gut. Wir wollen weiterhin aufpassen. Buddysphere ist auch jetzt wieder da. Und ich traue den Dingern, die da rumschwirren oben, immer noch nicht. Gut. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal... werden wir uns zu Hephaestus finden. Hephaestus? Denke. Ich verabschiede mich und bis dann.